Kazin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. You cannot run from us forever, Mr. Roman! Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Get us back to the depot, quick! So ja, wie ihr seht, es gibt auch im Vergleich zu San Andreas gibt es ein Handy, also ein richtiges, wo man auch alle möglichen Sachen machen kann. Man kann sogar den Klingelton verstellen und sowas. Und es gibt... Alright, cousin, I'll lose them. Sadanie, Takotesko. Ein Navi. In the old days, eh? In the old days, we were dodging bombs, not loan sharks. Just drive, leave the funny comments to me. Ja, und dann Navi, wie gesagt. Do you think they saw me? Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. They just have to wait. We should stand up to them. Gidetti e bonus. Nico, you're new. You don't understand the way things work. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Ja, wie ihr seht, ich kann hier nur sehr selten sprechen zwischen den Missionen, deswegen werde ich auch öfters mal einfach nur herumfahren und solche kleinen Missionen machen wie Taxifahren oder so. Damit es eben kein Walkthrough oder sowas wird. Ich muss ja auch irgendwas dazu sagen, ne? Sonst wäre es auch kein Let's Play. So, was können wir jetzt als erstes mal machen? Ah, wir können uns eine Waffe besorgen, und zwar steht ja immer ein Polizeiauto in der Nähe. Also hier ist auch eins. Aber ich habe jetzt keine Lust, vor der Polizei wegzufahren. So. Denn in jedem Polizeiauto, auch schon in Vice City und San Andreas, sind fast immer Waffen drin. Shotguns. Ja, jetzt haben wir leider trotzdem einen Stern bekommen. Naja, aber den wird man relativ schnell los, indem man einfach zum Strand fährt. So. Denn hier ist eh keiner. Gut. Und schon sind wir los. Geh da weg. Brav. Ja, und ansonsten gibt es hier in der Nähe noch einen Standort für Molotow-Cocktails. Der ist, glaube ich, da oben. Den können wir uns ja auch noch besorgen. Jetzt haben wir eine Textnachricht bekommen. Und jetzt sind wir schon zu weit. Egal, wir brauchen das Auto ja eh nicht mehr. Ups, was war das denn? Gut. So, Nico. Und zwar sind die... Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Na, eigentlich liegen die hier irgendwo rum. Dachte ich. Weiß ich, aber. Naja. Kann man da durchgucken? Nee, schade eigentlich. Ah, doch, vielleicht... Ja, hier ist das, genau. Hier sind die Molotows. Sehr schön. Ich bin relativ sparsam mit Munition. Also eigentlich im normalen Spiel, aber im Let's Play werde ich wahrscheinlich... Ja, mal sehen. So, ja, diese Shotgun haben wir aus dem Auto bekommen. Die ist schon für den Anfang nicht schlecht. Sind zwar nur 5 Schuss, aber immerhin. Ein Schuss, ein Kill, ne?
So. Was machst du denn hier? Bitch ass pussy. Aha. Gut, ja, ich werde dann mal abspeichern. Los, geht auch. Da auch. Sehr schön. Oh, das war knapp. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die nächste Mission, ne? Bei Roman. Im Moment können wir ja nur bei Roman eine Mission machen oder eben Nebenmission für die Polizei. Stay very calm, buddy. Oh, haben wir einen Stern oder nicht? Nein! Jetzt habe ich darauf geachtet, dass die Polizei. Ob die Polizei. Ja. Naja, hat er schon recht. Nico ist wirklich nicht so. Gesund. Psychisch. So, hier kann man eben das Auto abstellen, wie es vorhin auch da stand. Und da bleibt es auch da. Finde ich ganz praktisch, wie eine Garage. So. Ich nehme einfach mal den Speicherstand. Ich hasse dieses Geräusch. So, und ja, ich springe hier immer runter. blub, blub, Auto. Stopp! Brav. Ja, lauf mal weg. Wir könnten uns eigentlich nochmal Munition dafür holen, da haben wir schon 10. Ich mach das einfach mal kurz. Ist ja GTA. Okay, anscheinend kriegt man irgendwie jedes Mal einen Stern. Sind wir aber jetzt auch gleich schon wieder los. Nicht? Ah, jetzt. Hallo. Wir sind ganz unschuldig. Ja, wie ihr seht, New York, Empire State Building. Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man. Come on. Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend. He's my loan shark. Stop this. What of us? Who are you? Get out of here. What? Yes. My arm. What about you? Help me. Come on, Supak. Leonard. Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Albanian pricks? Stronja! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening Shut me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. yeah, great. listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. No,
man, look at this crap, my computer and everything. So, wir sollen jetzt ein oder zwei Freundinnen von ihm abholen. Das müssen wir zum Glück nicht so oft machen. Also zwei, dreimal vielleicht. Aber schlussendlich kann man sich das dann auch noch aussuchen, wie oft man es noch macht. Ja, hatte ich vorhin schon gesagt, ein Navi gibt es auch. Das ist wahrscheinlich jetzt schon das zweite Video, das ist immer noch die erste Aufnahme natürlich. Ja. Get in, ladies. Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Ich finde GTA 4 ist besonders. Okay, was mache ich denn da? GTA 4? Finding America, Nico? Das interessiert mich. Exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Bitte. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Oh, you horrible, horrible man. Was ich insgesamt an allen GTA-Spielen toll finde. Oh, man kann ja keine zwei Minuten reden. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Ich glaube, ich fahre einfach zu schnell, deswegen kann ich nie reden, sondern immer nur diese Dialoge anhören. So, ja, jetzt sollen wir Klamotten kaufen, weil wir zu hässlich sind, oder keine Ahnung. Oh nein. Hier wäre der Klamottenladen gewesen. Jetzt müssen wir allerdings noch weiterfahren, um die Polizei abzuhängen. Ah, nicht an. So. Ups. Ich hoffe, er ist versichert. Gut, kein Stern mehr. Ja, was ich an den GTA-Spielen so toll finde, ist, dass es eigentlich eine komplette riesige Satire ist. Es ist ja eine Verarschung von ihrem eigenen Land, also Amerika. Also von den Vereinigten Staaten, natürlich nicht ganz Amerika. Und es ist teilweise wirklich so übertrieben, aber ziemlich cool gemacht und super Charaktere. Ich finde es natürlich auch noch toll, dass es diese freie Welt gibt und so weiter. Aber selbst wenn es nur diese Quests geben würde, würde ich die Spiele schon toll finden. Ja, so. Mein erstes Kleidungsstück ist kostenlos. Logisch. Ja, das ist das, was wir schon anhaben da vorne. Was? Was? Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe nur Rechtsklick gedrückt. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall diesen einen Hut kaufen. Den hier. Ich finde den so toll. Oder den da drüber. Nein, nein, lieber den. Ja, genau. Ich mag diese Mütze. Was gibt's noch? Der ist auch gut. Aber ich nehme doch lieber den. Ja. So, kaufen, Eingabe. Ja, das dürfte auf jeden Fall reichen, um sie zu beeindrucken. So, jetzt kaufen wir uns am besten noch eine Jacke. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Ich hätte da nicht vorher die Jacke kaufen sollen, hätten wir. Egal. Rambo. So.
Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich dachte jetzt, dass ich irgendwie 10 Jacken anprobieren muss, aber ich glaube, ich kaufe die gleich. Wir haben leider nur sehr wenig Geld jetzt noch. 15, glaube ich. Ach so, ich habe sie gar nicht gekauft, aber ich bin so schlau. So, genau. Eingabe. Genau. Okay. So. Abspeichern brauche ich ja nicht. Wurde ja zum Glück automatisch gespeichert. Oh, jetzt habe ich das Telefon weggeklickt.